Hallo liebe Naturfreunde, heute sammeln wir Holunderblüten, um daraus einen Blütenzucker und einen Blütensirup herzustellen. Wie man hier sieht, sind die Blüten an jedem Strauch unterschiedlich weit. Man findet noch geschlossene Knospen und man findet schon Blüten, die bereits abgefallen sind. Um das beste Aroma zu erhalten, pflücken wir nur Dolden, die komplett aufgeblüht sind. Für unsere beiden Rezepte benötigen wir etwa 40 bis 50 große Blütendolden. Zur Vorbereitung des Sirupansatzes genügt es, nur die großen Stängel zu entfernen. Für den Blütenzucker allerdings verwenden wir ausschließlich die Blüten ohne irgendwelche Stängel. Damit haben wir keine Fasern im Zucker und das Aroma ist am besten. Wir geben die Blüten und den Zucker im Verhältnis 1:1 in den Mörser. Dann mörsern wir das Ganze, bis eine gleichmäßig eingefärbte Masse entsteht und keine Blüten mehr sichtbar sind. Das Resultat ist eine sehr klebrige, bräunliche Masse, die wir auf ein Blatt Backpapier geben. Geschmack und Geruch dieses Blütenzuckers sind wesentlich stärker und intensiver als beim Sirup, da hier die Blüten als Ganzes im Zucker verbleiben. Wir wiederholen den Vorgang einige Male, bis wir die gewünschte Menge Zucker erreicht haben. Anschließend trocknen wir das Ganze im Dörrautomat für einige Stunden, bis der Zucker fest geworden ist. Dann kann man den Zucker weiter verarbeiten. Währenddessen machen wir weiter mit unserem Kaltansatz für den Holunderblütensirup. Dazu geben wir die restlichen Blüten in eine Schüssel und gießen Wasser hinzu, bis die Blüten vollständig bedeckt sind. In unserem Fall sind das hier jetzt ca. 2 Liter. Diesen Kaltansatz lassen wir 24 Stunden ziehen. Mittlerweile ist unser Blütenzucker getrocknet. Die Masse war ca. 7 Stunden bei 50 Grad im Dörrautomat und ist komplett hart geworden. Falls man ihn nur für zum Beispiel Tee nutzen möchte, kann man die Masse in Stücke brechen und in dieser Form aufbewahren. Ich werde das Ganze jetzt noch ein zweites Mal mörsern, da ich einen feinkörnigen Zucker erhalten möchte. Der Zucker duftet sehr stark nach Holunderblüte und lässt sich sehr vielseitig verwenden. Aufgelöst in Sprudelwasser erhält man eine leckere Limonade. Besonders gut passt er zu Grießbrei und Milchreis. Als nächstes geht's weiter mit unserem Holunderblütensirup. Wir gießen den Kaltansatz samt Blüten in einen großen Topf und erhitzen das Ganze bis kurz vor dem Siedepunkt. Die Blüten sollte man nicht kochen, da diese sonst sehr schnell braun werden. Der Sirup erhält dann nicht die schöne hellgelbe Farbe, die wir gerne erreichen möchten. Die Flüssigkeit duftet schon jetzt sehr stark nach Holunderblüte. Und durch das vorsichtige Erhitzen holen wir die restlichen Aromen auch noch heraus. Wenn die Blüten beginnen, etwas dunkler zu werden, ist es Zeit, sie aus dem Wasser herauszuholen. Wir schöpfen den Großteil der Blüten mit einem Schaumlöffel ab und pressen sie gründlich aus. Dann gießen wir die restliche Flüssigkeit ebenfalls durch das Sieb. Falls in der Flüssigkeit noch kleine Käfer oder Mücken schwimmen, kann man das Ganze noch durch ein Teesieb gießen, um diese herauszufiltern. Anschließend gießen wir die Flüssigkeit wieder zurück in den Topf, um den Sirup einzukochen. Wir haben jetzt hier ca. 2 Liter.
Dazu geben wir den Saft einer Zitrone und ca. 1 Kilogramm Zucker. Falls man einen dickflüssigeren Sirup möchte, kann man auch mehr Zucker verwenden. Allerdings muss dieser später dann wieder stärker verdünnt werden, was zum Beispiel bei einer Limonade ein schwächeres Aroma bewirkt. Wir erhitzen die Flüssigkeit, bis der Zucker geschmolzen ist und kochen den Sirup dann kurz auf. Ein längeres Einkochen empfehle ich nicht, da dann sehr viele Geschmacksstoffe und Vitamine verloren gehen. Die Flüssigkeit müsste jetzt jeden Moment zu sprudeln beginnen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, beginne ich den Sirup in die Flasche abzufüllen. Die Bügelverschlussflasche haben wir vorher ebenfalls mit kochendem Wasser ausgespült. Der Sirup in den verschlossenen Flaschen ist bei uns circa ein Jahr haltbar, nach Anbruch etwa 2 Wochen im Kühlschrank. Wir konnten aus unserem Sirupansatz hier jetzt 2,5 Liter Sirup abfüllen und aus einem kleinen Rest Sirup haben wir gleich noch Limonade gemacht. Dazu gießen wir ihn im Verhältnis 1:10 mit Sprudelwasser auf. Das war's für heute mit unserem Holunderblütensirup und Blütenzucker. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.